So, zuallererst schlafen. So, dann brauchen wir was zu essen. Und zwar ihr alle weg. IMN. Jo. Da schlafen wir gleich noch ein, zwei Mal. Machen ganz viel Essen hier. Ein kleines Zwischenlager. Müssen allerdings auch schon ein bisschen was davon essen, sonst. Und den Helm vorher ablegen. Sonst können wir nicht ordentlich schlafen. So, so. So. Mehr schlafen. Mana fast voll. Mana ganz voll. Okay. Besser vorbereitet geht nicht. Jetzt schlagen wir uns noch den Magen voll. Zieh den Helm unbedingt wieder an. Und dann wird gezaubert. So. Wir hätten gerne Licht. Wir hätten gerne den Schutzzauber. I den da. So. Und dann hätten wir noch gerne IBM. Für 2, 3 Heilungen. Also. Tür auf. Schwert in die Hand. Schwert angezogen und die Tür ist zu. So, jetzt aber. Gib ihm. Und er ist rot. Das heißt, er müsste gleich tot sein. Ist er aber nicht. Das erste Treffer rot, zweite Treffer immer noch rot. Ein dritter Treffer. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Heilung. Mehr Heilung. Noch ein Treffer, immer noch rot. Noch ein Treffer, immer noch rot. Komm, 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 komm. Angehen. Er hätte schon nach dem zweiten und dritten Schlag tot sein müssen, wenn du immer noch rot. Immer noch rot. Ich habe den Verdacht, wir können ihn nicht töten. Trifft nicht, okay. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nee. So klappt das nicht. Okay, Planänderung. Wir schlafen erstmal. Dann schlafen wir nicht nochmal, sondern machen einfach nur Licht. So, in Lore. IBM. So. Und jetzt gehen wir einfach rein und schnappen uns das Ding, denn das ist gut. Wir haben hier eine Flasche Port. Die lassen wir hier und die Krone, die wir brauchten, um durch das Labyrinth zu kommen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Ding, was neben dem Golem liegt, nicht mehr als 2 wiegt. Wow, wow, wow. Wir hauen. Komm, lauf. Wir hauen nicht ein, zweimal drauf, weil er uns one-hitten kann ohne Schild. Okay, was haben wir da jetzt mitgenommen? Der Schlüssel der Courage? Moment mal. Schlüssel der Courage. Nee, Key to Courage? Key of Courage. Also der Schlüssel zur Courage und der Schlüssel der Courage. Okay. Und jetzt?
Was jetzt? Jetzt schlafen wir. Machen wieder Licht und überlegen uns, wo wir überhaupt hin müssen. In Lore. So. Genau, aber hier geht es nur wieder runter und in beiden Räumen waren wir. Das heißt, wir sind hier fertig. Also in diesem Gang, wo man ganz runter gehen musste, um ganz nach oben zu kommen. Ja, okay. Das heißt, wir könnten uns jetzt eigentlich zurück zu unserem Moonstone teleportieren. Der müsste ja hier sein. In unserer Rumpelkammer. Und dann... Ja, dann... 6, 7... Hier waren wir jetzt überall. Dann hier unten eigentlich umgucken. Also alles nach und nach aufdecken. Ja, machen wir das mal. Also erstmal hätten wir gerne den Spruch für Arc Travel. Und das ist ARK. Nicht genug Mana. Okay. Schlafen. Arc. Tada. Und gleich wieder schlafen. So. Dann hätten wir gerne wieder Licht. Wir hätten gerne, richtig gerne Lampenöl, damit wir nicht mal Licht zaubern müssten. IBM. So. Und jetzt lassen wir mal den Emerald hier. Und den Schlüssel nehmen wir mit. Die anderen Sachen bleiben auch alle hier. Jo, Gudi. Runter. Süden war es, glaube ich, wo es runterging, richtig? Richtig. Süden zu den Magiern, nicht in die Lava fallen. Oh, wir könnten mal mit denen hier sprechen. Wäre es ja was Neues. Nimm, 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 nimm. Nee. Hast du etwas entdeckt in der Nähe der Akademie? Es ist immer noch ein wenig zerfallen, aber es könnte repariert werden. Vielleicht gibt es ja noch Hoffnung. Wenn deine Queste vollendet ist, kannst du vielleicht hierher zurückkehren und die Akademie wiederherstellen. Ja, vielleicht. So, hier zweite Tür rechts. Müsste es gewesen sein. Jo. Sehr schön. Oh. So, das kennen wir doch. Herrn Zecke hier kennen wir doch. Level 7. Wir müssen jetzt runter nach Level 8. Aber an der richtigen Stelle runter ist der Haken. Richtige Stelle wäre das Ding, was nicht markiert ist, richtig? Ja. Hier war der Raum von dem verrückten Magier mit der Prinzessin. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier unten lang. Weil der Weg müsste ja eigentlich jetzt frei sein. Und wir können Abkürzungen nehmen, darüber springen. Darüber springen. Da bräuchten wir nur den Levitationsspruch. Und der wäre, ich tappe mal kurz rüber in die Anleitung. Levitate, PK. Wie konnte ich nur PK vergessen? So. Rüber. Da lang. Ich will gerne runter. Danke. Genau, jetzt müssen wir nach Osten. Südöstlich halten. Da würden wir gerne rauf. Hallo. Oder fliegen einfach auf, ja. Hast recht, Avatar, wozu springen, wenn man fliegen kann. So, dich ignorieren wir. Südöstlich halten. Goldmünze auf dem Boden ignorieren.
Sind wir hier richtig? Ja, sind wir. Da müssen wir nach Osten. Da rein. Da durch. Und hier müsste es irgendwo nach unten gehen. Hier war die Bücherei von dem Magier. Südlich und östlich. Südlich. Östlich. Klick. Klick. Jetzt müsste es hier gleich runtergehen. Aber bevor wir runtergehen, zeichnen wir es auf der Karte noch ein. Genau hier. Da geht's. Runter. Rutner. Genau. Zing. Ja, und hier haben wir noch ganz viel zum Entdecken. Und irgendwo müssen Knochen rumliegen. Von dem Bruder des Magiers, den wir gerade getötet haben. Also der Geist, der uns immer wieder heimsucht und sagt, was wir tun und lassen sollen. Schlafen. Und wir haben bald kein Essen mehr. Pika. In Lohr. Rüber. So. Wir wollen westlich, nördlich, östlich, hier nördlich alles abgucken. Lava, Lava, mehr Lava. Da hinten könnten wir vielleicht hin. Jo, da scheint eine Fläche zu sein. Und ganz viele Feuerelementare. Ich würde gerne runter. Danke. Kann ich schneller weglaufen? Oh, da ist ein Wisp. Und eine Ratte und lauter Zeug. Okay. Lauf, 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 lauf. Was zur Hölle war das gerade? Das war definitiv ein Pfeil. Na komm, stimmt. Du bist nur bloß eine doofe Ratte. Okay. Was machst du hier? Du bist ein Ghoul. Du gehörst unten in die Ghoulstadt. Immer noch grün. Gelb, sehr schön. Und Gott. Ups. Kommt da einfach so ein Baumangel schlichen. Das ist nicht schön. Jo. Ist auch nicht schön. Karte. Hier ist definitiv zu viel Kleinkram. Puff. So, wir müssen östlich. Oh, wichtige Tür. Abgeschlossen. Ja, okay. Taktischer Rückzug. Hier können wir nicht einfach so durchstürmen. Komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So. Ach, du gute Güte. Komm, komm, komm. Oh, nicht, 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 Lava. Lava, aua, aua. Hüpf. Ach, das sieht sehr wichtig aus. Dreifaltige Einbuchtung. Und Gott. Okay. Aber wir wissen jetzt, wo es definitiv weitergeht. Die Tür da sieht sehr, sehr wichtig aus. Auch wenn wir die wahrscheinlich nicht aufkriegen werden jetzt. Aber da müssen wir langfristig wohl hin. Und wir haben die andere Tür gefunden, wo die ganzen Gegner waren. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich nur in Ruhe Essen zaubern und so weiter. Uns ein wenig aufpäppeln. Und dann wieder genau da hingehen. Nur diesmal nicht so viele Gegner überspringen, sondern wirklich recht viel da töten. Die Feuerelementare jetzt vielleicht nicht unbedingt. Die hat man ja quasi immer wieder. Aber den Geist zum Beispiel, den Golem,
die Sachen, die halt da im Weg stehen. So, jam, 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 jam. Ach, ist das schön, einfach so das Essen aufheben zu können. Und nicht immer einen Helm abzunehmen, um eine Hühnerkeule aufzuheben. Ach ja, die kleinen Freuden des Lebens. Ich darf einen Apfel aufheben. Okay, satt, sehr schön. Schlafen. Und... falsch. Richtig. PK. In Lore. Und gleich nochmal hin. Ist ja nicht mehr wirklich weit weg. Also jetzt, wo wir wissen, wie der schnellste Weg ist und wo wir überhaupt hin müssen. Und wie die Türen aufbekommen haben. Vorher mussten wir immer nach ganz Norden und dann nach Osten rum oder wieder nach Süden. Aber jetzt können wir einfach hier, hier, hier. Ein Edelstein vorbei. Hier scharf rechts. Hier einmal durch. Genau, und dann ist hier im Osten Rutner. Die ich auf der Karte eingetragen habe. Genau hier. So, Karte. Wo ist die dreifaltige Tür? Da. Dreifach. Da hinten war die andere Tür mit einem Schädel drauf. Da brauchen wir vielleicht den Schlüssel der Courage. Weiß ich nicht. Da ging es auch noch weiter. Hier waren überall schon Feuerelementare. Hier könnte es auch noch weitergehen. Mal gucken uns jetzt mal die Tür da an. Also westlich rüber. Oh. Ja, westlich anderweitig rüber. Schlafen. In Lohr. PK. Rüber. So, ab hier unten wäre es schön, einen sicheren Bereich zu haben. Ist hier noch irgendwas Baumartiges? Nein. Okay, wenn wir jetzt nach Norden gehen, wird gleich das erste Feuerelementar auftauchen. Das sollten wir irgendwie versuchen hinzubekommen. Ich sehe keins. Da ist eins, okay. Können wir da rüber springen? Shift J. Achso, wir fliegen noch. Oh, es sind zwei. Okay, verstecken. Und hoffen, dass einer um die Ecke kommt. Nicht die Wand hauen, nicht die Wand hauen. Okay, wir hoffen, dass der rechts von uns nicht auf uns zaubert. Was recht leichtgläubig ist, denke ich. Kaschand. Weil die müssen wir auf jeden Fall töten. Sonst können wir hier nicht rumrätseln und die Tür aufbekommen. Komm, 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 komm. Ein Treffer und der ist immer noch grün. Wir treffen ihn fast nie. Das ist nicht gut. Wenigstens machen sie nicht allzu viel Schaden, weil er wohl gerade nicht zaubert. Aber sobald er einen Feuerball zaubert, haben wir ein Problem. Die machen nämlich richtig gut Schaden. Oh, sag ich ja. Und tot. Na gut. Da müssen wir uns das einfallen lassen. Aber das werde ich erst nächste Folge machen. Das heißt, wir werden dann gleich wieder den inzwischen doch recht bekannten Pfad runterlaufen. Ich glaube, ich nehme diesmal aber den Samen damit. Genau du. Damit wir nicht immer so weit laufen müssen. Du kommst mit. Also wir dürfen jetzt auf keinen Fall sterben. Und das Ding positionieren wir dann unten im Eingang zum ganz bösen Bereich.
Damit wir nicht ganz so weit laufen müssen. Natürlich wäre es auch schön, wenn wir irgendwie vorankommen, ohne durchgehend zu sterben, aber eventuell ist das keine Lösung. Müssen wir dann gucken. Aber gut, jetzt speichere ich erstmal ab und wir sehen uns gleich wieder.